Ja, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch. Freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem, ja, zu einer Demo-Version hier von dem Spiel Train Station Renovation. Ja, das ist jetzt auf Steam erhältlich. Das kommt von Playway, könnt ihr euch runterladen. Playway hat natürlich schon unter zahlreichen Titeln bekannt, wie zum Beispiel der Car-Mechanik-Simulator, der Tank-Mechanik-Simulator, der, keine Ahnung, was Mechanik-Simulator. Ich glaube, House Flipper ist auch noch, ne? Und der Cooking-Simulator? Keine Ahnung. Also, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, ist natürlich der Publisher Playway, programmiert wird das Ganze wieder von sämtlichen Leuten. Und Train Station Renovation soll jetzt Ende des Monats rauskommen und haben jetzt vorab schon eine Demo-Version veröffentlicht und die wollen wir uns jetzt mal einfach mal anschauen. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Train, ne, ist ja so ein bisschen unser Metier so, ne, das ist ja unsere Abteilung, deswegen dachte ich mir so, komm, da gucken wir mal rein und wenn es euch gefällt, dann können wir da vielleicht ja, in naher Zukunft mal ein Let's Play dazu starten, je nachdem wie gesagt, erstmal zumindest mal reinschauen, um zu gucken, was das Ganze ist. Das wird irgendwie so eine Mischung sein aus House Flipper, gehe ich mal stark davon aus, dass das jetzt hier alte Bahnhöfe sind, die wir renovieren müssen. Mal gucken. Wir starten mal ein neues Spiel rein und dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, hier können wir unser... Wow. Wir können unser Logo hier schon mal einstellen, wie wir das Ganze möchten. Spektakulär. So, Firmenname, ja. ÖPNV. Nein, ich kann nicht mal ÖPNV schreiben. ÖPNV, ja, das passt. So, gehen wir mal ein bisschen so ins Bläuliche. Ja, so. So sieht's gut aus. Und anmelden. So, ja, es sieht schon so aus. Was ist das für eine riesige Karte? Ah, das ist die Karte, cool. Geschwindigkeit. Baue einen Zug. Baue deinen Zug. Erstellen. Verlassen. Ach, die haben hier so eine kleine Modellbahnplatte, da kannst du dich die Züge fahren lassen, okay. Das ist natürlich witzig. Allerdings, ist diese Option nicht verfügbar scheinbar. Da kann man gerade in der Demo jetzt zumindest nichts machen. Ja, sonst sehen wir hier, das ist... Also die Tapete, meine Güte, die ist ja wirklich totschick. Heieiei, fliegende Kammer nennt sich das Ganze. Alter Falter. Also wenn ich so eine Tapete an meine Wände hätte, dann wüsste ich auch nicht, ey. Ha, großartig. So. Was haben wir hier noch? Wir können das Spiel hier verlassen. Kann das Licht hier ausschalten oder nicht? So, Ersteller. Was ist ein Ersteller? Was ist das? Ach so, CEO. Ja, ich weiß, die Credits. Ah, okay, man hat es umbenannt, okay. Ins Deutsche. So, Werkzeug. Mein Besen. Okay, das sind hier unsere Werkzeuge, die wir haben. Brecheisen und alles sowas. Ah ja, okay. Na gut. Dann wollen wir uns mal hier reinschnuppern. Hier sehen wir die Karte. Achso, hier oben ist bis zur Stadt, okay, also bis zur Hauptstadt wahrscheinlich. Und dann gibt es hier die ganzen Missionsziele. Name der Stadt, ich kann den Namen nicht mal aussprechen. Zustobor. Alles klar. Gut zu wissen. Man kann sich zumindest schon mal die ganzen Karten hier angucken. Ja, die sieht man, ne? Also die werden dann auch immer größer. Oh, das hier ist schon sogar mit so Drehplatte. Sieht eher aus wie so eine U-Bahn. Schnee. Und hier ist mal Ende im Gelände. Ich weiß nicht, was hier alles in der Demo drin steckt. Ja, das muss ich dazu sagen. How to play Tutorial. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Zügen hat der Shanghai Manglev keine Räder, sondern schwebt im Magnetfeld zwischen Zug und Schiene. Hm. Aufgaben. Repariere den Bahnhof, Vorhangeschloss schneiden, setze Sicherungen ein, schalte den Strom ein, repariere den... Alles klar. Willkommen im Spiel Train Station. Verwenden Sie WSD, um zum Container zu kommen. Achso, okay. Klicke auf F oder rechte Maustaste, um den Container zur Müllsortierung zu kaufen. Für alle Einkäufe bezahlst du mit dem Geld, das du bei der Erneuerung der Station verdienst. Ja, okay. Sortiert. Alle Containerdecke sind mit dem entsprechenden Abfallsymbol gekennzeichnet. Öffne den Container, um zu sehen. Ah, okay. Hier Flaschen. Haha. So, klicke auf Q mit dem Scanner. Ah, hier haben wir die Flaschen zumal.
geben. Oh. Habt ihr auch mehr Flaschen? Ja, mehr Flaschen. Sehr gut. So, heben. Und hier rein. Achte darauf, dass du den Müll, wenn du den Container voll ist, stell dich daneben und klicke F oder um ihn zu leeren. Okay. Ist er noch nicht voll, oder? Verkaufen. So, um den Container zu verkaufen, bewege. Verkaufen. Zu verkaufen, bewege die Maus über den Container und halte E oder kaufe einen Container für gemischte Abfälle. Hier kannst du. Okay, sammel den markierten Müll, bis der Beutel voll ist. Immer kannst du Prozentsatz gesammelten Müll sehen. So. Hatte die. Okay. Ah. Ahaha. Schwamm. Ja, wer nicht schon zu Hause noch putzt, der macht's dann halt im Spiel, denn, ne? So sieht's auch aus. So. Hatte, Maus über den Pinsel. So. Wow. So, jetzt haben wir das Schleifpapier. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, bewege. Okay, das haben wir ja gerade. Großartig. Die Spezialwerkzeuge, die du im Auto findest, werden für einige Missionen nützlich sein. Die Missionen sind über die ganze Karte verstreut. Die aktuelle Mission siehst du oben links im Bildschirm. Die Missionen, die du abgeschlossen hast, sind grün markiert. Hebe das markierte Werkzeug auf. So, schneide das Vorhängeschloss durch. Ah ja. So. Schlüssel. No smoking. Drücke F. Gut gemacht, es ist Zeit, neue Objekte zu finden. Während der Renovierung kannst du alte Objekte gegen neue austauschen. Die findest du im Shop. Klicke auf Tab. Aha. Ah, okay. Kaufen. Um das Tablet zu schließen. So, Objekte, die an der Station platziert werden sollen, werden im Bildschirm unten rechts angezeigt. Wähle eine Bank aus. Der schnell. Aha. Ah, okay. Gut gemacht, du hast das Tutorial abgeschlossen und kannst jetzt die Station dem Eigentümer zurückgeben, indem du auf die Schaltfläche Finish auf dem Tablet klickst oder die Reinigung fortsetzt, wenn du möchtest.
wir denn hier alles demontieren hier? Er sagt, er sagt mit dem Brecheisen. Achso, hier sind noch Glasscheiben drin. Ah, guck mal, ein neues Fenster drin. So, wie ist das jetzt hier? Pinsel? Oh, das ist aber auch berühmt, das Spiel. Das ist ja, Wahnsinn. Nein, du sollst nicht rüberschmeißen, du sollst das in den bitte reinschmeißen. Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir dadurch jetzt einen Fortschritt hier bekommen, um das hier zu machen. Ja, so, solange es passiert was, habt ihr gesehen. Wir haben 50% schon mal. So, hat das nicht aufgenommen? So. Das ist natürlich putzig, ne? Also wie gesagt, das ist mal so ein Spiel, was auf jeden Fall... Das spielt sich auch echt flott von der Hand. Das muss man mal lassen. Das Ganze wird, denke ich mal, wieder so um die 20 Euro kosten zum Release. Also ist ja so bei den Spielen von Playware meistens ja immer so. Auf jeden Fall kann man sich das schon mal gut anschauen. So, das ist für Rollstuhl. Schon gewundert. Mit, hallo. Einigen? Das geht nicht. Ja. Ah, so. Wo ist der Schwamm hin? Aber hier ist es wahrscheinlich so per Missions gemacht, also so Hausflipper oder sowas. Das ging ja ohne. Puh, großartig. Mit O. Jetzt kann ich hier irgendwas machen. Achso, es gibt nur eine Bank hier, die wir kaufen können. Bahnsteig. Wie war das?
also kann man es wenden, alles klar. Oh. Geht's jetzt so durch die Wand durch? Das ist natürlich jetzt nicht so schön. So. Also auf jeden Fall brauchen wir noch zwei Bänke. Hinsetzen. Ja, sonst haben wir jetzt hier erstmal nichts. Hier aber noch. So, wir haben schon den dritten Stern von 5. Station, ja. Sind wir ja schon, sind wir schon. So, mit Q war das, ne? Off. Jetzt gar nicht umstellen, oder? Neuer ist er jetzt hier auch nicht gelandet. Kaufen können wir ja auch nicht, oder? Nö. Stühle, alles. Nee, neu können wir gar nicht kaufen. Hier ist auch nochmal eine Flasche. Mit dem muss ich jetzt nichts machen. Okay. Dann haben wir jetzt nur hier drin, ne? Hey, hey. Oh. Ja, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu mal da lassen. Steht ihr auf so eine Spiele? Oder sagt er so eine 3-Stunde, wenn er euer Zimmer aufräumen muss. Denn ja, könnt ihr gerne mal eure Kommentarfunktion mal da lassen. Mich mal brennend interessieren. Wie gesagt, also ich kenne die halt von Hausflipper und so, ne? Also ist ja natürlich altbekanntes. Aber naja, man muss sich damit halt schon irgendwie so ein bisschen ja, anfreunden, sage ich mal. Das ist halt schon was anderes, was wir ja sonst immer so gewohnt sind. Von daher, ja. Und der vierte Stern ist da. Das ist nur ein Stern, dann haben wir es. So, demontieren, demontieren. So, da brauchen wir den Besen. Prozent war aktuell. Sehen wir mal Pinsel. Besen. Besen. Oh, hier brauchen wir einen Schwamm. Das können wir wieder ablegen.
Wo soll jetzt hier noch was sein? Hast du es geschafft, ja? Alle bist du auf diesem Level erfolgreich zu erledigen. Setzt du die Renovierungsfrage, falls du noch welche hast? Ja, aber wir haben gerade mal 93%. Da fehlen noch ein paar Prozent. So, 98% haben wir. Sehe ich jetzt hier nichts mehr. Gut, wir haben die 5 Sterne davon mal abgesehen. Reicht ja schon, wenn irgendwo eine Flasche rumliegt oder sowas. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich persönlich jetzt hier nichts mehr. Ach doch, hier ist noch was. Jetzt haben wir die 100% voll. Ha! 2 Flaschen. Jetzt haben wir die 100%. Das Level ist abgeschlossen. Das Level wurde abgeschlossen. Du hast es geschafft und vollständig aufgeräumt. Du kannst auf diesem Level bleiben oder zum Hauptmenü zurückkehren. Ja, beenden wir das Ganze. Das ist also der neue Bahnhof, den wir jetzt hier fertig gemacht haben. Ja, es ist ein putziges Spiel, nettes Spiel auf jeden Fall. So für zwischendurch kann man sich das, glaube ich, mal gut geben. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich selbst auf Steam testen, wenn ihr da Bock drauf habt, so ein bisschen das Ganze euch vorab schon mal anzuschauen. Wie gesagt, Release ist dann jetzt Ende des Monats. Und also ich werde mir das halt sowieso kaufen, weil ich mag diese Spiele, ja, wo du immer so ein bisschen rumtüfteln kannst und sowas. Auch wenn ich dafür immer die Zeit dazu finde. Aber man gibt sich ja trotzdem immer mal irgendwie so ein bisschen die Mühe. Aber ihr könnt ja gerne mal selbst mal in die Kommentare posten, ob ihr auch auf sowas steht, ob ihr sowas spielen würdet. Und natürlich könnt ihr auch gerne in die Kommentare posten, ob ihr davon gerne ein Let's Play sehen wollt oder eher weniger. Dann kann ich mich darauf schon einstimmen oder vorbereiten, falls da Bedarf besteht von eurerseits. So, ich verabschiede mich jetzt aber, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Zu einem weiteren Video oder eventuell auch zum Train Station Renovation Simulator würde ich mich freuen. Ich verabschiede mich. Tschüss.